beginnt die Musik mit der Melodie. Und wenn es dir gelingt, der Melodie eine sinfonische Dimension zu geben, umso besser. Als kleiner Junge hatte ich sehr junge Eltern. Wir übernachteten im Sommer draußen. Bevor wir einschliefen, schauten wir hoch zum Himmelszelt. Im August ist das sicher überall etwas Besonderes, aber in Griechenland hat es etwas Magisches. Außerhalb des Familienkreises lauerte für mich die Gefahr. Und davor fürchte ich mich noch heute. Im Gegensatz dazu war die Harmonie des Universums für mich etwas Vollkommenes, das nichts mit dem Kleingeist der Menschen zu tun hatte. Dieser Eindruck blieb mir bis heute tief im Bewusstsein. Und schon damals verband sich für mich diese universelle Harmonie mit dem Klang, den ich in mir hörte.